Hallo und zurück zu einem neuen Teil. Dann gehe ich mal gleich auf Weiterspielen. Hier sehen wir übrigens gerade, in welcher Umgebung wir uns befinden. Nämlich in so einer Dschungelgegend. Und ich freue mich schon, weil wir ja eine neue Waffe jetzt benutzen können, die ich schon in meiner Kiste hatte. So, da müssen wir jetzt auf jeden Fall durch das rote Portal gehen. Und diese eine Pistole macht massiv Schaden. Ich dachte sogar doppelt so viel Schaden als unsere letzte Waffe. War auch ein seltener Gegenstand. Ich bin mal gespannt, ob sie wirklich so reinhaut, wie ich es mir denke. Oh ja. Das ist auch gleich ein größerer Gegner, sehe ich. Hier sind mehrere Gegner. Oh, da sollte ich wieder mal meine Spezialfähigkeit anwenden, damit wir schnell aufräumen können. So, alles tot? Ja. Na, da unten steht noch einer. Das war's. Die Waffe ist einfach nur genial. Scheinbar hat sie auch so eine Kettenblitzwirkung. Muss ich mal das nächste Mal besser drauf achten. So, Mana. Identifikationsrolle. Viele grüne Gegenstände. Bisschen Geld. Und weiter geht's. Oh, die Waffe haut rein, das ist der Wahnsinn. Ja, die hat so einen Kettenblitz, das ist ja cool. Ich fühle mich gerade ein bisschen unbesiegbar. Oh, die Gegner platzen jetzt immer so schön. Ah, da ist noch einer. So, oh, die Waffe ist sogar gesockelt, sehe ich. Was stopfe ich da rein? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ach, einfach mal hier diese Handschuhe. Oder vielleicht sogar eher meine Stiefel. Ich tue mal die Stiefel rein. Oh, hat sogar funktioniert. Lass mal hier die Gegner platt machen. So, ich sehe jetzt aber nicht auf Anhieb, was es gemacht hat, aber irgendwas ist passiert anscheinend. Vielleicht die Werte ein bisschen erhöht. Übrigens die Kantenklettung nochmal erhöht. Ich habe das Gefühl, dass es seitdem stellenweise ganz, ganz leicht ruckelt. Vielleicht muss ich doch wieder ein kleines Stück zurücksetzen. Mal schauen. Huch, den habe ich ja fast übersehen, das Skelett. Ja, dieser Kettenblitz wirkt nicht immer. Vielleicht nur, wenn ich einen kritischen Schaden mache. Ich muss mal kurz mir den Text nochmal ansehen. Nö, nicht wirklich. Steht nicht da, ob der Kettenblitz randommäßig auslöst. Vielleicht wirklich nur, sobald ich einen kritischen Schaden mache. Ich nehme dann auch an, dass wir heute die verbleibenden zwei Kliefen noch finden. Wir haben wieder viele Gegenstände schon gefunden. Bestimmt habe ich gleich keinen Platz mehr für neue Gegenstände. Da ist wieder so eine Giftkugel. Zack.
Okay, ein bisschen weit weg. Ein Zentimeter weiter vorgehen und schon treffe ich. So, hier kann man ruhig mal alles einsammeln. Ich glaube nicht, dass wir so schnell eine bessere Waffe finden. Was mich auch interessieren würde, wäre, ob die Edelsteinhändlerin wieder neue Edelsteine anbietet zum Verkauf. So. Ja, genau, jetzt ist das passiert, was ich schon angekündigt habe. Mein Inventar ist voll. Oh, ich sollte mich mal heilen. Das darf ich echt nicht vergessen. Hier kommt noch ein Nachzügler. Der ist jetzt Matsch. So, mal gleich im Inventar etwas aufräumen. Ja, da kommt noch einer. Das war's. So, hat mein Tier... jetzt kommen hier wieder ein paar Nachzügler. Inventar von meinem Haustier. Das ist doch Müll. Das ist mein Questgegenstand. Den brauche ich ja noch. Mmh, 131 Schaden brauche ich nicht wirklich. 10 Rüstung, hat aber nur plus 3 Stärke, brauche ich nicht. Das hier, da brauchen wir uns gar nicht drüber zu sprechen. 133 Schaden interessiert mich nicht. 5 Rüstung interessiert mich nicht. 100 Schaden interessiert mich nicht. Das macht mich auch nicht so an. Nur 130 Schaden. Das hier sieht interessant aus. Behalte ich für meine Sammlung. Und das hier kann auch ruhig weg. So, ich bin am Überlegen schon. Ach ja, wir können ja die kleinen Tränke können wir auch weg. Brauchen wir nicht mehr, weil wir jetzt schon die größeren Tränke finden. So. Und dann kann mein Tier ruhig mal die Sachen verkaufen. Jetzt kann ich auch das hier aufsammeln. Oh, da ist noch eine Stadtportalrolle, die nehme ich natürlich mit. Hier der kleine Nachteil, sobald mein Haustier weg ist, gehen alle Gegner sofort auf mich drauf. Okay, das war eine Falle. Oh, ich merke gerade, gut, dass ich die Falle aktiviert habe, weil ich merke gerade, ich kann gar keine Tränke gerade nehmen, weil ich wahrscheinlich das hier noch drauflegen muss. Genau. Ja, so weit runter wollte ich noch nicht. Aber jetzt. Ja, gespannt, ob ich wieder so lange brauche wie das letzte Mal. Ah, hier vorne, das sieht cool aus, beziehungsweise hier hinten. Kann ich bestimmt aktivieren, dann gehen die Teile hoch und ich kann dann drüber laufen. Na, kommt doch her. Hm, 1084. Wie gesagt, irgendwann... Oh, ich bin aufgestiegen. Irgendwann müsste ich sowieso mal hoch. Na, komm her.
Ich sollte mich auch ausrüsten, außer mache ich die Spinne ja kalt. Ah, es ging schnell. Oh, mysteriöses Schwert. Hat die Katze eingesammelt. Ja, bringt mir aber jetzt nicht so viel. Schauen wir uns jetzt mal gleich an, weil das scheint ein seltener Gegenstand zu sein. Oh ja, 198 Schaden. Da bekomme ich doch tatsächlich die Lust. Ups, tatsächlich die Lust, nochmal mit dem Zerstörer das nochmal zu spielen. Das hier war Müll. Oh, das wollte ich gar nicht. Weg. Aber man soll es nicht übertreiben, mir reicht es aus, wenn ich es mit der Fernkämpferin hier durchgezockt habe. So, Osthoff. Erstmal wieder mal Punkte verteilen nach meinem klassischen Prinzip. So. Hier sind wir noch nicht Level 15. Wo stehen wir aktuell? Level 13, okay. Ich würde hier eigentlich jetzt gar keinen Punkt mehr draufsetzen. Kritischer Schaden wäre eigentlich ganz cool. Wobei einfrieren ist auch nicht schlecht. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich würde erstmal einen Punkt auf kritischen Schaden setzen und dann wieder auf den hier, dass ich wieder mehr Schaden mit normalen Fernkampfwaffen mache. Ich habe schon öfters erwähnt, das sind eher passive, langweilige Fähigkeiten. Keine Fähigkeit, mit der ich irgendwelche Zauber auslöse, dass der halbe Bildschirm mit irgendwelchen farbenfrohen Zauber gefüllt ist. Aber dafür liebt es sich etwas stressfreier. Sagen wir mal aufpassen muss, dass man genug Mana hat und immer gerade genau die richtige Fähigkeit anwendet. Und die zwei Fähigkeiten, die ich aktuell habe, die reichen mir eigentlich auch völlig aus. Den Querschläger, falls wir auch viele Gegner treffen. Und dann haben wir noch diesen Eisstrahl, falls wir auch starke Einzelgegner treffen. Huch, jetzt bin ich einfach durchgelaufen. Cool. Habe ich gar nicht gesehen, dass hier ein Tor ist. Ich höre irgendwas krabbeln. Vielleicht eine Spinne? Ah, das war ja auf jeden Fall irgend so ein kleiner Geheimbereich. Aber so viel Gold habe ich hier auch nicht wirklich gefunden. Aber einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Also Querschläger plus dieser Kettenblitz ist ja absolut tödlich. Für den Gegner. Ah, da oben ist so ein kleiner Geldhaufen. Oh, das ist ein großer. Ah, hat auch keine Chance. So, oh, was haben wir denn hier? So, so. Das dann nehmen wir mit. Viele Tränke. Und dann schaue ich mir aber gleich an, was wir alles so eingesammelt haben. Da waren viele seltene Gegenstände dabei. Beziehungsweise sogar ein Questgegenstand. So, identifizieren. Ach, das ist nicht so besonders. Oh, das macht mich ein bisschen an. Na, da brauche ich noch Verteidigung auf 29. Plus 20% Distanzschaden. Das ist sehr, sehr schön. Das ist ja wie ideal für uns. Plus 8 Feuerwiderstand. Plus 3 Giftwiderstand. Wobei das, was wir anhaben, ist ja auch nicht so schlecht. Aber plus 20% Distanzschaden zusätzlich ist natürlich heftig. Ja, muss ich noch ein bisschen warten, bis wir die tragen können. Ich kann mal kurz gucken, wie viele Punkte ich da... Oh, bei Defense muss ich noch ein bisschen mehr rein investieren, damit ich die tragen kann.
Vielleicht vernachlässige ich Stärke beim nächsten Level ab und werde mich dann auf Verteidigung und Geschicklichkeit konzentrieren. Magie brauche ich eigentlich auch nicht mehr so extrem. Das Teil braucht auch hauptsächlich nur Verteidigung und Geschicklichkeit, um es tragen zu können. Okay. So, und einen coolen Ring. Plus 7 Feuerwiderstand. Plus 2 Magie. Ja, die Ringe sind alle nicht so besonders, finde ich. Aber ich tausche es trotzdem gegen den hier aus. Gut, das brauche ich nicht, die Nahkampfwaffe. Und mehr habe ich hier ansonsten nicht. Aber meine Katze hat, glaube ich, wieder was eingesammelt. Nämlich absoluten Müll. Raus und raus. So, und weiter geht's. Gehen wir mal hier lang. Oh, der hat jetzt aber auch wieder Haufen Erfahrungspunkte gegeben. Und scheinbar war das so ein kleiner Mini-Boss-Gegner, den ich im Auftrag des Baden töten sollte. So, wir laufen hier gerade im Kreis, dann haben wir auch das Gebiet hier hinten erkundet. Ach, das ist kein. Ich dachte mir, krabbelt eine Spinne rum vom Geräusch, aber das wird wahrscheinlich dieses Feuer sein, was so knistert. Ah, wieder eine ganze Masse an Gegnern. Huch, ich sollte mal mich heilen. Ich überlege gerade, mit welcher Fähigkeit eigentlich meine HP steigere. Wahrscheinlich mit Stärke. Beziehungsweise mit welchen Attributpunkten ich meine Trefferpunkte steigere. Ich nehme an, pro Levelaufstieg automatisch schon ein paar Punkte und auf. Ups. Und sobald ich einen Punkt auf Stärke verteile, werde ich bestimmt auch einen kleinen Bonus bekommen. Na, kommt doch her. Rennt doch nicht vor mir weg. So, hier wird mit Kettenblitz, nicht mit Kettenblitz, mit einem Querschläger aufgeräumt. So, da war relativ viel Geld jetzt da. Beziehungsweise Gold, nicht Geld. So, gehe ich hier gleich nach links oder erforsche ich noch das Gebiet? Ne, wir gehen gleich rüber. Das ist bestimmt eine Falle hier. Nein, doch nicht. Kann ich hier von hier außen, von hier oben beschießen? Ja. Mehr oder weniger. Ja, bei einem kritischen Schaden mache ich diesen Kettenblitz. So, was haben wir hier eigentlich? Ach, zum Heilen, ja, gut. Ein bisschen Schaden haben wir ja genommen. Ah, hier ist doch eine Kiste, ist hier doch bestimmt eine Falle. Ah, ich hab's doch gewusst. Beide Kisten sind eine Falle, okay. So.
Oh, wir haben ein paar Edelsteine gefunden. Sehr schön. Ich glaube, ich gehe dann auch mal in die Stadt rein, sobald ich hier diese Kliefe gefunden habe, die mir noch fehlt. Ich habe ja zwei sehr seltene Gegenstände, die noch dazu gesockelt sind. Und die seltenen Gegenstände sind ja jetzt schon von den Werten her sehr gut. Wenn ich da noch einen Edelstein reinsetze, ist er der totale Overkill. Nein. Ach, das wollte ich doch nicht. Zack. Dann können wir euch mal identifizieren. Ups, jetzt habe ich aus Versehen. Na gut, das passt ja sowieso gerade. Dann gehen wir mal auch rein. So. Macht mich nicht so sehr an. Das auch nicht. Ich überlege kurz, aber entscheide mich dagegen. Das will ich dann tragen. Das kommt in meine Sammlung rein. Das kommt auch in meine Sammlung rein. Macht mich nicht an. Auch nicht. Auch nicht. Hier habe ich so einen riesen Emberstein. So. Was ist das hier? Ja, das ist doch Müll. Das hier kann auch interessant sein. Ist es aber nicht. Weg. Gut, dann gucken wir mal, was für Edelsteine im Angebot sind. Oh ja, sie hat wieder Edelsteine im Angebot. Und die sind, finde ich, gar nicht mal so teuer. Deswegen kaufe ich die einfach mal alle. Denn die zu finden ist eher schwierig. Weil wir gar nicht so viele Edelsteine unterwegs finden. So, da haben wir ja auch bald vier zusammen. Sehr gut. Hier haben wir vier und hier auch. Das heißt, ich werde gleich ein paar Edelsteine zusammenbringen, beziehungsweise veredeln oder aufstufen, wie man es auch immer schimpfen will. Das hier kommt auch noch da rein. Und dann geben wir erstmal die Quest ab. Bist du mit Isnaf, der alterslose Kopf, zurückgekehrt? Natürlich mit der vorgesehen. Irgendwie sagt er immer dasselbe. Das haben wir schon mal gelesen, deswegen lese ich es nicht nochmal vor. Ich ignoriere jetzt auch mal die Texte. Im Prinzip ist ja immer dasselbe, bis auf, dass sich der Name des Gegners ändert. So, und hier können wir was abgeben. Du hast ein richtiges Talent für sowas, oder? Danke, dass du das Shimmering Ember gefunden hast. Es ist wunderschön, aber genauso durch die Verderbnis beschädigt wie die anderen Stücke. Die Ergebnisse meiner bisherigen Studien sind beunruhigend. Die Verunreinigung, die ich schon in dem Deadlace Ember aus der Mine entdeckt habe, befindet sich genauso in diesem Stück. Jetzt, seitdem ich mehr Proben habe, kristallisiert es sich immer mehr heraus. Okay. Oh, cool. So, dann wieder hier oben, damit wir mehr Schaden machen mit unseren Fernkampfwaffen. Auf dieser Welt gibt es einen Ort, der unberührt von der Zeit ist. Man sagt, dass sich an diesem Ort Elemente in ihrer reinsten Form zu finden sind. Logischerweise müsste das Ember dort genauso unberührt von der Verderbnis sein. Wenn du eine Höhle finden solltest, in der die Zeit keine Bedeutung hat, dann bringe mir bitte ein Stück Primal Ember mit. Ich werde dich für so eine seltene Probe natürlich fürstlich entlohnen. Oh, sieht aus wie eine coole Waffe. Die ja nicht so viel Schaden macht wie meine Pistole. So, jetzt müssen wir mal gucken, das hier ver... Oh, wieso habe ich noch so viele Gegenstände? Die sollte ich mal in meine Kiste stopfen. Rein, 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 rein. Ein kurzer Blick, ob wir hier wieder irgendwas tragen können. Gut. Schilder und Schwerter interessieren mich jetzt nicht so. Ah, da brauche ich überall noch etwas. Oh, was die alles brauchen. Aber auch hauptsächlich Geschicklichkeit und Verteidigung. Nö, ich kann hier gar nichts tragen.
So. Dann werde ich dir auf jeden Fall aufstufen. Das da. Und vielleicht habe ich auch noch Platz. Ne, das waren die einzigsten, wo ich 4 Stück habe. Ich glaube, er hier macht das. Ja. So, 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir so einen dicken Klumper bekommen. Oh, plus 9 Feuerschaden. Plus 7 Feuerwiderstand bei Waffen. Plus 9 Feuerschaden. Vielleicht setze ich das auch in meine Waffe ein. Ich würde auch interessieren, ob ich das hier auch weiter nochmal aufstufen kann. Ah, okay. 1, 2, 3. Was macht das hier bei Waffen? Plus 6 elektrischer Schaden. Elektrischer Schaden ist ja auch nicht so schlecht. Weil der macht ja schon so einen Kettenblitz. Ja, weil er schon so einen Kettenblitz macht, können wir ruhig mal Feuerschaden. Oder? Ja, einfach mal reinhauen. Oder auch nicht. Hä? Habe ich ihn jetzt fallen gelassen? Huch, wo ist denn der jetzt hin? Wahrscheinlich muss ich den hier von einem dieser beiden Goblins in die Waffe einfügen lassen. Ach nee, tatsächlich ist schon drin. Jetzt machen wir noch plus 9 Feuerschaden. Das ist natürlich sehr schön. So halt, das will ich ein bisschen aufgeräumt haben. So. Was ist das hier eigentlich? Das sind alles Edelsteine von eher niedriger Qualität. So, da hätten wir alles erledigt. Nochmal die Katze anschauen. Was hat sie im Inventar? Alles leer, wunderschön. Dann machen wir weiter. Wir haben auch fast eine halbe Stunde. Sehe ich gerade bereits gezockt in dieser Folge. Dauert doch etwas länger. Die Level werden größer. Oh. Ich will noch meinen Schaden angucken. Die Waffe hat ja irgendwas bei 230, glaube ich, gemacht. Jetzt hat sie 240. Kann es sein, dass da schon jetzt Dings mit eingerechnet wird, weil ich vorhin einen Punkt verteilt habe, damit ich mehr Schaden mache? Oder bilde ich es mir nur ein? Wer weiß. Ah, jetzt bin ich zu nah rangerannt. Die Gegner platzten nur so regelrecht. Blubsch, und dann ist wieder einer geplatzt. So, Feuerschaden habe ich auch mit den Hintergedanken eingesetzt. Diesen Diamant oder Rubin. Weil die ja auch gegen viele Gegner kämpfen, die aus Holz besteht. So, hier haben wir bereits das Portal gefunden. Hier geht es nicht mal weiter. Dann würde ich sagen, springen wir einfach mal rüber. Ja, man kann wirklich fast die Uhr drauf einstellen, dass so ein Level fast genau eine halbe Stunde dauert. So, hier sind mehrere Gegner. Da verliere ich auch mal HP. Oh, jetzt sollte ich sogar mal mich heilen. So, was liegt hier alles rum? Ah, hier sind auch noch ein paar Gegner. Und hier ist ein großer, der ist aber schnell down gegangen. So, hier haben wir etwas Gold. So, regeneriere ich eigentlich meine Trefferpunkte? Nein, nur mein Mana.
Ich stehe kurz davor, grüne Gegenstände nicht mehr einzusammeln. Aber mal schauen. Oh, da war eine Falle. Also diese Blitzkugel oder Kugelblitze, wie man es auch schimpfen will. Was, Bill? Okay. Scheinbar eine Stangenwaffe. So, dann haben wir komplett hier aufgeräumt und können dann runtergehen. Ich nehme an, da wartet dann noch ein großer Gegner auf uns. Huh. Einerseits fühle ich mich schon fast zu stark. Aber andererseits hat man vorhin gesehen auf der oberen Ebene, dass ich fast draufgegangen wäre das immer so... Bei solchen Action-Rollenspielen besteht dann immer die Gefahr, dass man auf einen Gegner trifft, der zum Beispiel hauptsächlich Feuerangriffe einsetzt und man genau gegen Feuerangriffe keine Resistenzen besitzt und zack, ist man tot. Geht schneller als man denkt. Oh, dass die Spinne zerplatzt. Das hier scheint auch ein größerer Gegner zu sein. So. Was ist eigentlich unser Berühmtheitsgrad? Wir sind schon wohl bekannt. Das ging relativ fix von unbedeutend zu wohl bekannt. Ich weiß aber nicht wirklich, was mir das bringt. Vielleicht bessere Preise? Juch, und da bin ich aufgestiegen. Das ging auch schnell. Und da ist auch meine Klife. Oh, das Vieh ist so weit weg. Okay, muss ich halt näher ran. So, erstmal aufsteigen und diesmal konzentrieren wir uns darauf. Gebe sogar 3 Punkte drauf und ansonsten Geschicklichkeit. Ein Punkt vergeben, aber wo rein? 7-7. Ah, kritischer Schaden ist cool. Schon allein aus dem Grund, weil die Gegner mal so schön zerplatzen. Zack. Ich will zurück. Ja, okay. Jetzt. Damit haben wir das rote, wobei das sieht mehr nach einem Orange aus. Portal. Auch geschafft. Na, ich würde eher sagen, das ist orange. Dann kommt das letzte Portal dran. Ich könnte jetzt natürlich in eine Stadt und die eine Quest abgeben, weil scheinbar haben wir so einen Mini-Mini-Boss umgelegt. Aber... doch, das mache ich noch. Warum nicht? Da verkaufen wir noch unsere Sachen. Und danach mache ich meinen Schnitt und dann können wir das blaue Portal angehen. So. Mein Inventar ist auch schon ziemlich voll. Da passt das doch ganz gut. So, identifizieren. Das sind ja nur grüne Gegenstände, das ist ja langweilig. Bringt die überhaupt ordentlich Geld rein? Ja, auch nicht so wirklich. 54 Goldmünzen. So, Rüstungsklasse 10, aber hat nur plus 12 Blitzwiderstand als Bonus. Ach nö, es macht mich jetzt nicht so an. Das auch nicht, das auch nicht. Sind halt grüne Gegenstände.
Gut, und das war's damit. Ich kann nochmal kurz in meine Kiste reinschauen. Ob wir jetzt was tragen können. Ja. Das definitiv. 227 Schaden. Oh, und hat schnelle Angriffsgeschwindigkeit. Sieht fast aus wie ein Scharfschützengewehr. Ja, das hat tatsächlich oben noch so ein Zielfernrohr drauf. Plus 45 abgesaugtes Leben pro Treffer hört sich gar nicht mal so schlecht an. Und dann auch plus 4% höhere Angriffsgeschwindigkeit. Schwierig. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass meine Waffe besser ist. Die saugt zwar HP-Punkte ab, das finde ich immer sehr geil, wenn man Nahkämpfer ist. Weil man da auch relativ viel Schaden immer leidet. Aber als Fernkämpferin, nee, verzichte ich mal drauf. Oh, 375, okay. Und schnelle Angriffsgeschwindigkeit. Plus 35% Haustier- und Helferrüstung. Okay. 375. Das probieren wir mal aus. So, die beiden Waffen brauche ich ja nicht. Die sind ja auch blöd. Mittlerweile. So. 14 Rüstung, plus 7 Giftwiderstand, plus 1 Fähigkeitenlevel, Fachkunde für Verteidigungszauber, plus 102 Leben, das ist natürlich fett. Elektrischer Schaden 3%, 3% mehr Gold, Feuerschaden 3% erhöht, 15% Chance, 50% Geschossschaden zurückzuwerfen, das ist natürlich auch sehr geil. Das tragen wir auf jeden Fall, das ist ja hier. Das können wir ruhig mal hier aufheben, man weiß ja nie. Da hat es sich ja gelohnt, hier in die Kiste reinzuschauen. Wäre schön, wenn wir uns auch die Stiefel tragen können, aber da hat es ja noch etwas gefehlt, dachte ich. Ja, 29, Verteidigung. Wir haben 25, ja, 1 bis 2 Stufen noch, dann würde es gehen. So, verkaufen, verkaufen. Hier die Quest abgeben. Ja. Neue abholen, ja. Was ist das für ein Ring? Plus 2 Magie. Ach, das ist mehr was für Zauberer, also weg. Interessiert mich nicht so. Gibt es hier neue Diamanten? Ja, gleich kaufen. So, hier haben wir wieder 1, 2, 3, 4. Und hier müssen wir auch mal gucken. So, so, so. Das heißt, die 4 kann ich auf jeden Fall veredeln. Das hier sind unterschiedliche Qualitätsstufen, deswegen kann ich die nicht veredeln. 1, 2, nee, hier fehlt mir jeweils pro Qualitätsstufe ein Edelstein. Aber die ich gerade im Gepäck habe, die kann ich ja ruhig veredeln. So, 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 so. Ich finde es ein bisschen heftig, dass solche seltene Gegenstände auch noch gesockelt sind. So, plus 9, Giftschaden, gleich einsetzen, zack. So, dann gehe ich wieder runter. Wir haben alles gemacht. Habe ich noch genug Identifikationsrollen? Ah, 20 Stück, das reicht aus. Und dann mache ich meinen Cut und dann in der nächsten Folge sehen wir uns wieder und dann säubern wir das blaue Portal.